Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, wie ihr gerade sehen könnt, bin ich im Auto. Es ist jetzt kurz nach 9. Mein Schnucki und ich waren jetzt gerade eine Runde spazieren und ich fahre jetzt zu meiner Mutter. Vorher wollte ich auch ganz gerne ein paar Blümchen für sie mitnehmen. Also ich nehme einfach mal vielleicht ein paar Tulpen oder so. Und gucke mir nachher nochmal ihren Balkon an. Dann kann ich nächstes Mal die Blumen einpflanzen. Ich weiß im Moment gar nicht, wie das da aussieht. Wie weit die Frühlingsblümchen bei ihr sind. Meistens halten sie bei ihr sehr, sehr lange. Also länger als bei mir auf jeden Fall. Und ich habe mir gedacht, ich hole jetzt mal ganz kurz Baguette. Sie wollte Waffeln machen, hat sie mir gestern Abend nochmal geschrieben. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mal los. Ich bin gerade bei Netto, habe schon mal ein paar Blümchen mitgenommen für sie. Solche in rot-rosa. Und einmal so eine Baguette-Stange, die letzte. Mehr gab es dann nicht. Und hier sehe ich gerade, haben sie so eine Palette aufgebaut mit so verschiedenen Sachen. Guck mal, sieht doch ganz hübsch aus, ne? Mit diesem, ich finde gerade so Silikon zum Beispiel und Bambus. Sieht ganz nett aus immer. Die Farben sind auch ganz hübsch. Gibt's alles in diesem wunderschönen hellblau Türkis. So, ich bin jetzt bei meiner Mutter und die hat sich neue Kissen gekauft. Die sehen total schön aus, Mom. Das ist keine Kissen, das ist ja Bezüge. Ja, Bezüge. Aber trotzdem, das sieht schön aus. Das ist so Boho. Wo hast du die her? Wo hast du die her? Rossmann? Bei Rossmann, krass. Aber es passt perfekt, ne? Also der Tisch ist auch schon gedeckt. Wir kriegen übrigens gleich nochmal Besuch, wahrscheinlich von meiner Mutters Freundin. Hat sich spontan irgendwie angekündigt und der Tisch ist schon gedeckt. Hier ist noch Ostern. Ach ja, Ostern ist ja in Russland am 5. Mai, ne? Ja, ich lasse stehen. Ja, okay. Mhm. Ja, cool sieht das aus. Wunderschön. Ist das passen zu, die? Ist das zu eng? Oder? Bisschen eng, ja. Aber sonst Wasser nochmal. Ja. Geht. Ja, aber sie sehen schöner. Die passen aber mehr farblich nicht mehr. So, zu deinen Kissen. Ach so. Übrigens, die Kissen gab es bei Rossmann, hat meine Mutter gesagt. Gab es Prozente. Überall, ne? In Kiel nee, auch? Das kann ich glaub, das war, nee? Wegen Umbau. Wegen Umbau. Ja. Ja. Ja, wie krass. Das ist okay. Wunderschön. Schön. Hier sind die wunderschönen Waffeln. Meine Mutter sagte, die hat bei mir eine Story gesehen, dass ich gestern Waffeln gemacht habe, aber es ist zu spät gesehen. Aber die hat genau das gleiche Rezept nochmal genommen. Und ja, freue mich schon voll drauf. Wir haben schon alle irgendwie Hunger. Meine Mutter benutzt sogar das Brotbrett. Ja. Sieht wunderschön aus. Also, guten Appetit, ihr Lieben. Ne? Ja. Der Besuch ist weg. Es ist jetzt kurz vor 12. Wir haben alles aufgeräumt. Guck mal, das sieht so schön aus. Ne? Im Grunde hat meine Mutter noch auch nochmal hier den Tisch schön gemacht. Da hat sie ein paar Sachen reingelegt. Wir Muscheln, ein paar Blümchen. Sieht ganz nett aus, finde ich. Könnt ihr das sehen? Aber so. Die Tulpen sehen auch wunderschön aus. Ja, die Sonne ist leider schon wieder irgendwie weg. Ich fahre jetzt einmal gleich nach Hause. Blümchen, ja, sehen gut aus. Ich drehe mal ganz kurz mal die Cam. Im Grunde ja fast wie bei mir. Also die Narzissen können weg. Guck mal, die sind eigentlich noch schön. Schön, schön, schön. Und die Narzissen sind ausgeblüht, ne? Genau. Aber nächstes Mal, wenn ich komme, dann werden wir einmal die Sommerblümchen schon einpflanzen. Na, Mom? Nächstes. So, ich bin jetzt hier vor Blumen wohl aus. Ich habe mir gedacht, ich gucke mal nach ein paar Erdbeerpflanzen. Ich habe ja noch mal zwei Pflanzkisten, die werde ich dann doch jetzt bepflanzen, beziehungsweise drei eigentlich, wo ich die Erdbeeren hinpflanzen kann. Und ich habe gedacht, so, ich gucke mal, was sie jetzt noch haben. Ich hoffe, dass sie noch einiges haben. Und dann bräuchte ich mal für eine andere, so eine Holzkiste, so eine Ziegelkiste, ein paar Blümchen. Das fehlt mir noch. Und dann ist, glaube ich, alles erledigt soweit. Dann habe ich alles mit Sommerblümchen bestückt. Ja, das Wetter ist immer noch nach wie vor echt eklig, aber es sind 15 Grad. Nur es nieselt und es ist ein bisschen stürmisch bei uns hier. Hier sehe ich gerade auch schon mal echt schöne Blümchen. Ich weiß gar nicht, sind das so kleine Mini-Mohnblümchen oder so? Das sind ja die normalen, glaube ich, Mohnblumen. Die sehen hübsch aus. Und ja, die Frühlingsblüher sind mittlerweile schon bald erledigt, ne? Was haben die hier noch? Diese Pflanze ist ganz cool. Ich glaube, das ist so ein Busch, der kommt immer wieder. Ne? Ich glaube, der ist immer grün, vermute ich mal. Sieht aber auch schön aus. Die Blüte an sich ist wunderschön. Was haben wir hier? Das ist hier Apfel. Ein Apfelbaum hätte ich auch voll Lust. Ne? Was kostet er denn? 30 Euro nur, ist gar nicht so viel. Ne?
Ich weiß jetzt aber nicht, wie man den, also wie hoch wird er? Ah, 5 Meter. Mhm. Auf jeden Fall, ja, muss man Platz halt dafür haben, ne? Aber sieht ansonsten schön aus. So, hier bin ich jetzt einmal bei den Erdbeeren angelangt und ich gucke gleich mal nach welcher Sorte. Also es sind hier Bio. Draußen waren keine Bio, aber die sind jetzt vom Bioland. Die habe ich letztes Mal auch mitgenommen und auch ein paar andere von draußen. Auf jeden Fall gucke ich mal, welche Sorte ich nehme. Die sind doch ein bisschen unterschiedlich, ne? Diese hier nehme ich alle mit. Ich habe jetzt hier 7x Meraldo. Nee, 4x Meraldo. Und 7x Toskana. Genau. Das andere, guck mal, das sind diese kleinen Erdbeeren. Wisst ihr, die hatte ich letztes Jahr. Die fand ich nicht so gut, ehrlich gesagt. Die anderen sind schon besser. Und hier gibt es schon Gurken. Die Gurkenpflanzen sind schon da. Kräftig und gesund, erzielt im Sommer hohe Erträge und wird, ja, das ist cool. Weiß nicht, nehme ich jetzt eine mit? Oder ist es noch zu früh? Es wird auch noch ein bisschen kälter, ne? Ich traue mich gerade noch nicht so ganz, ehrlich gesagt, an die Gurke. Ich glaube, es ist noch ein bisschen zu kalt. Und da sind schon Tomaten, Leute. Ich guck mal kurz, was die haben. Das gibt's gar nicht. Ich war vor kurzem erst hier und da gab es noch gar keine Ampeln, ne? Die waren noch recht klein. Aber es sind schon welche da. Ich weiß aber jetzt den Preis gerade nicht. Muss ich gucken. Die sehen aber auch echt schön aus. Und Tomaten, wie gesagt, gibt es hier auch schon mittlerweile. Cocktailtomaten. Ich wollte kleine haben. Vielleicht nehme ich ein bisschen was mit. Drei von solchen Pflanzen vielleicht. Ich habe noch meine, die ich dann noch umsetzen muss. So, was kostet eine Ampel jetzt? 20 Euro. Hier gibt es natürlich wieder mal unterschiedliche Pflanzen. Also Tomatenpflanzen. Ne? Snacktomaten, Fleischtomaten. Ich wollte aber gerne so eine Cocktailtomate. Das sind diese kleinen. Vielleicht nehme ich mal drei Pflanzen mit. Hatte ich mir gedacht. Ochsenherz. Stimmt, Strauchtomate. Ich guck mal. Ich nehme ein bisschen noch was mit. Ich habe gerade übrigens nach den Petunien gefragt, nach diesen Ampeln. Die sagte, 5 Grad ist noch okay. Kälter darf es nicht werden. Dass bei uns nächste Woche kälter wird, habe ich gesagt, okay, dann warte ich. Hol noch nichts. Genau. Aber die sehen hier auch wunderschön aus, die Bornholmer. Sehen besser aus als die von Edeka letztes Mal. Ratet mal gerade, wo ich wieder bin. Ich bin in der Waschstraße. Ich habe gedacht, das Auto ist so schmutzig von außen. Es nieselt zwar ganz leicht, aber es ist so voller Dreck. Ich hatte auch zwischendurch heute mal Laster vor mir. Ich habe gedacht so, ich wasche es jetzt. Getankt habe ich dann auch für 1,77. Heute Morgen waren es über 1,87 oder so. Da dachte ich so, jetzt tanke ich nochmal für 85 Euro. Ne? Der Tank war nicht ganz leer. Ich hatte, glaube ich, noch 2 Striche. Aber es ist schon wieder teurer geworden alles. Ne? Na gut, ich warte mal, bis er gleich fertig ist. Und dann geht es endlich für mich nach Hause. Ich bin zu Hause, ihr Lieben. Das riecht hier so lecker nach Brot. Ich sehe gerade, mein Schnucki hatte bei Amazon so einen Brottopf bestellt, luftdurchlässig. Allerdings ist es kaputt angekommen. Geht das zurück. Und dann hatte ich hier was gebacken. Guck mal, er hat sich ein neues Waffeleisen bestellt. Und zwar gestern bestellt, heute gekommen. Ein größeres. Nicht dieses ein größeres. Kleine Winzlingsding da. Das kleine Winzlingsding ist gut. Also, da ist schon Brot. Wie krass. Und was noch viel geiler. Was habt ihr denn hier gemacht? Ist? Weil hier ist irgendwas anderes. Ja. Das hier. Was ist das? Da kannst du, hier gibt es noch verschiedene Aufsätze. Oh mein Gott. Mit denen man verschieden viel Teig rausfließen lassen kann. Und dann machst du nur so. Ach so, man kann nur so. Ah, oh, okay. Und dann lässt er nicht, das. Nicht mit einem Löffel oder so, sondern Teig hier rein. Zack, 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 zack. Was ist mit meiner Flasche, die ich sonst immer benutze? Das hat mein Schnucki hier gemacht. Waffeleisenbrot. Sag mal so. Du musst dich auch filmen, wenn du da reinbeißt. Mmh, lecker! Wen filmst du gerade? Den Herd? Mhm. Schmeckt super lecker, wirklich. Ist echt lecker. Von meiner Mutter habe ich jetzt auch noch was mitbekommen. Essen, aber ich muss jetzt erstmal hier
Mhm. Also hast du quasi Brotteig in das Waffeleisen gelegt, ja? Jo. Und gebacken. Okay, guck mal, wie ich von meiner Mutter komme. Ich hatte keine andere Tasche. Die hat mir alles noch ein bisschen eingepackt hier. Die ganzen Früchte und Waffeln von ihr noch. Käse hat sie auch sogar eingepackt. Kiwi. Und guck mal, wir müssen nicht mehr einkaufen. Schnucki. Gurken. Oh. So ein Päckchen. Creme fraiche sogar. Hm. Guck mal, das ist alles von meiner Mama. Und hier sind die Waffeln drin. Waffeln, Avocado sogar, Kiwis. Na gut, also ich räume mal ganz kurz hier so ein bisschen auf. Wo sind die Kinder? Ist er wieder zu Hause, oder? Nee. Nee? Nee, also ich habe nicht mehr Kinder. Das ist nicht in seinem Zimmer. Da ist er ja oben. Nee. Tada! So, unser Essen ist soweit fertig. Für meine Schnucki gibt es die erste Pizza. Überbacken mit Käse. Und ich hatte ja hier noch Waffeln von meiner Mutter, die habe ich heute dann nicht gegessen. Ich hatte nur Eier und Gemüse. Und dann möchte ich vorher ein bisschen von dem Sushi-Salat essen, mehr oder weniger, was ich gestern gemacht habe. Und vielleicht eine Waffel, mal gucken. Und du? Womit isst du das? Das? Ja. Mit einem Löffel einfach oder Gabel. Achso, ich dachte, okay. Möchtest du ein Stück Pizza? Nee, danke. Kannst du gerne was haben von mir? Nein, danke. Nimm ruhig. Nein, also wir essen jetzt. Guten. Guten. Die Brote sind fertig und sehen richtig gut aus, Schnucki. Die waren gerade eben noch nicht braun. Ersch hat ja auch was zu essen geholt. Der war mit Max bei Junge, ne? Mhm. Was gibt's bei dir zu essen? Oh, Matt. Ja. Haben die extra für dich geschmiert ohne Fett? Also ohne Butter? Mhm. Sollen wir ein bisschen Farbe drauf machen, ja, ne? Ja, bitte. Ja, und zum Braun anspielen das Ganze. Mhm. Da noch ein bisschen. Aber es riecht echt gut. Wahrscheinlich schaffen wir die alle, die beiden. Ja. Gehst morgens, mittags, abends Brot, ne? Wieder einfrieren. Mhm. Ja. Wir haben hier wieder Besuch. Ja, immer treibt aber komplett, hä? Die Kinder drehen irgendwas, Max dreht irgendwas. Max schreit, ne? Und du erschreckst dich. Übrigens, guck mal, hier ist eine Fußmatte angekommen bei mir. Wollte ich nochmal vorne austauschen, weil die nicht mehr so schön ist vorne. Dann haben wir nicht mehr jetzt Hallo oder Hello, sondern Welcome. Habe ich bei Amazon übrigens bestellt. 45 mal 75. Nicht wahr, Leo? Und die hat lange gedauert, lange gebraucht, hier anzukommen. Was möchtest du? Möchtest du Käse? Möchtest du Käse? Käse? Ja, schnell! Los, Käse! Er pariert immer wie auf... warte, mach Sitz. Leo, Sitz. Warte. Er ist immer so aufgeregt. Ich gebe dir ein Stückchen Käse. Warte. Das ist immer so süß, wenn er so isst. Es schmatzt so immer. Fertig. Das war's. Fertig? Ja, ich möchte eigentlich gerne raus, Leute. Es sind 15 Grad draußen, aber irgendwie... Oh, grau in grau. Ich wollte gerne die Blümchen und die Erdbeeren einpflanzen. Und da hinten kommt schon wieder so eine schwarze Wand, wenn man das sieht. Alles, was wir von da bekommen oder kommt, bekommen wir. Ist richtig eklig. Der nächste ist dran. Keiner kümmert sich, ne? Übrigens, ich war vorhin ja bei meiner Mutter. Wir hatten auch Besuch gehabt von ihrer Freundin. Das war total nett. Wir haben teilweise so viel gelacht. Dann gab es auch so ein Thema, was nicht zum Lachen war. Und zwar sind jetzt Überschwemmungen ja in Russland. Und zwar in dem Teil, wo ich früher gewohnt habe oder wo wir gewohnt haben. Ural ist über die Ufer gegangen, beziehungsweise da ist ein Damm durchgebrochen. Und seit ein paar Tagen ist da richtig Überschwemmung. Also ich vermute mal fast so, wie das hier mal war. In, wie hieß das hier nochmal? Ahrtal? Achso, ja. Nee. Wie Ahrtal, Ahrtal? Ahrtal. 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 Auf jeden Fall gab es doch hier auch heftige Überschwemmungen. Und jetzt ja, ist da unheimlich viel, viel... Also meine Mutter hat mir Bilder geschickt oder Videos geschickt. Meine eine Tante musste weg aus Orsk. Also die sind... Nee.
Die mussten aus dem Haus raus. Also viele Leute mussten evakuiert werden, weil daheim halt alles voller Wasser. Da teilweise am Rand von Orenburg habe ich gewohnt. Wir haben in einem Zentrum gewohnt und alles, was so am Rand um diese Stadt ist, säuft ab. Also da sind teilweise Neubaugebiete gewesen, richtig mit neuen Häusern, alles kaputt. Alles schwimmt, das Wasser steht bis zu dem Fenster, das ist richtig heftig, alles Dreck. Und meine eine Tante musste weg, will wieder zurückkommen irgendwie oder versuchen zurückzukommen, wieder ins Haus. Und jetzt ist die zweite Tante betroffen. Also das Wasser geht immer weiter quasi Richtung Stadt. Und es sind richtig heftige Bilder. Also meine Mutter fragte auch, ob sie jetzt auch irgendwie da weggehen und sagst, ja, wohin denn? Wir haben nicht mal irgendwo eine Möglichkeit, da zu wohnen. Also bleiben die wohl erstmal im Haus oder so, ich weiß es nicht. Fürchterlich, einfach nur fürchterlich. Im Grunde so wie Feuer und Wasser, ne? Das Feuer nimmt ja auch alles mit irgendwie. Da weißt du schon gar nicht, was besser ist, ne, Schnucki? Ich glaube, Wasser ist besser. Wasser, genau, da kannst du jetzt ein bisschen was retten vielleicht. Bananenboot aufklappen und wegholen. Ja. Aber voll heftig. Ich habe auch danach gegoogelt, auch bei YouTube gibt es ganz, ganz viele Nachrichten und Videos und auch von privaten Leuten gibt es Videos. Furchtbar. So ein bisschen so dreckig und so. Stopp, Timeout. Was macht ihr? Ich lasse eine Fliege auf meinem Stinks. Auf meinem Schreibst eine Fliege. Eine Fliege. Geht's dir gut? Du hast deine Bücher runtergeschmissen. Kannst du mir ganz schnell einmal sagen, was ich... Oh, die das waren. Kannst du mir mal ganz kurz einmal... Was habt ihr gemacht? Ich habe Ash PC... Ash ignoriert mich. Ich habe versucht, dass er... Warte mal ganz kurz. Du hast deinen Bildschirm kaputt gemacht? Ja. Den er gerade neu geholt hat? Ja, ich dachte, dann ignoriert er mich vielleicht nicht mehr. Aber er ignoriert mich immer noch. Er ignoriert mich immer noch. Das ist bodenlos. Das ist crazy, das ist verrückt. Ja, klar. Bist du bescheuert? Wieso machst du das kaputt? Meinst du so? Oh, meinst du mal so? Ja, wieso machst du das? Absichtlich! Ich hab gehofft, dass Ash drauf reagiert, aber den juckt das nicht. Der bleibt. Unspaß ist nicht lustig, also ehrlich, das geht gar nicht für mich. Warum hast du es gemacht? So, ich habe mir den neuen gekauft extra zum Stream und so. Weil ich einfach mal rückgemacht habe. Macht hier irgendwas kaputt. Oh ja, Max. Ist da irgendwas drauf vielleicht? Du hast eine Folie. Hast du, keine ganz kurze Frage. Hast du irgendwelche Tipps für mich, wie ich Ash dazu bringen kann, dass er mich nicht mehr ignoriert? Weil du wenn gehst ich das, mal jetzt aus seinem Zimmer raus, bevor er räumst du auf. Aber wenn ich es schaffe, dass Ash mich nicht mehr ignoriert, dann gibt er mir 100 Euro. Hilfst du mir? Ich Nein, geh raus. Du machst alles kaputt, Max. Aber räum vorher auf. Oh. Hab ich gerade gesagt. Du räum erst mal auf. Ich versuche, dass Ash was macht. Oh, Parfüm. Komm, holst du nah dran. Gib mir deinen Gürtel. Okay. Genau, mein Gürtel. Ich bin weg. Ja, ist gut. So, alles gut. Vielleicht kannst du mich ignorieren. Oh, schlapp hier. Vielleicht kannst du mich ignorieren, Mann. Ich helfe dir kurz. Aber nicht die Tür kaputt machen, bitte. Ich habe so einen Henkel im Kopf. Ja, eben. Wer hast du? Genau. Ja, bitte. Er ist ehrlich kaputt gemacht, ne? Echt jetzt? Ja, guck doch. Ja, ich hab's gesehen, aber ich dachte, das ist ein Witz. Ich hab Angst vor euch, Behinderten. Die drehen hier am Rad. Ich glaube, die sind... Schnucki, hast du das gehört? Der hat den Bildschirm kaputt gemacht. Was machst du mit ihm? Oh, ja. Achso, du bist der Hundeflüsterer? Ja. Ich glaube, ich gehe jetzt mal raus und pflanze mal die Erdbeeren ein. Die Erdbeeren wollte ich ganz gerne einmal da so hinstellen, weil diese Ecke relativ sonnig ist, wenn mal die Sonne scheint, ne? Hatte ich überlegt. Oder ich stelle die... Ja, ich habe zwei Kästen, die ich bepflanzen möchte. Was? Willst du mit Oma rausgehen, Erdbeeren pflanzen? Mit Oma rausgehen? Eine Oma. Schnucki. Ja.
Dein Ernst oder was? Naja, demnächst kommt da vielleicht noch ein Kind. Dann bist du die Oma. Also ein Kind kommt nicht. Meinst du? Irgendein Kind soll nicht kommen. Oh, na gut, ich warte jetzt mal, bis die Kinder da fertig sind mit Abdrehen. Und durchdrehen und so. Und mein Handy muss ich laden, ist nämlich gleich leer. So, ihr Lieben, jetzt kommt ein bisschen die Sonne raus, ne? Ich würde ganz gerne diese beiden Töpfe mal bepflanzen. Und zwar habe ich ja diese Bornholmer Margeriten geholt. Und zwar gestern bei Edeka. Und ich würde sie ganz gerne einmal hier einpflanzen. Auch vorne bei mir am Carport habe ich auch noch mal ein paar Frühlingsblühe, die jetzt weg können. Auf jeden Fall würde ich mal sagen, leg ich mal schnell los. You could see yourself just sitting there on my chair. I'm staring at you, you don't even notice. Should have told you straight away. Da habe ich jetzt eine Margerite reingesetzt, weil diese nachher sehr groß wird. Deswegen habe ich das eine reicht völlig für den Topf. Da sind ja die normalen Margeriten. Dann habe ich da nochmal einen kleinen Topf und hier vorne habe ich auch was eingesetzt und auch hier in diesen Topf. Alles soweit fertig, ich habe sogar gefegt. So, hier bin ich fertig schon mal. Die großen Kinder sind gerade ins Kino gefahren, die wollen Chantal irgendwie gucken. Chantal, die von Fuck You Goethe. Da spielen wohl noch andere Schauspieler mit irgendwie, sagten die, und ich bin gespannt. Sie haben sich verabredet mit ein paar mehreren Leuten, drei Pärchen und jedenfalls sind die ins Kino. Ich habe hier vorne fertig sogar alles Unkraut weggemacht. Hier ist zwischendurch zwischen den Steinen halt auch wieder Unkraut. Habe ich weggenommen und gießen müsste ich noch. Und da würde ich ganz gerne mal die anderen Blümchen, die ich geholt habe, nochmal hinten einpflanzen. Beziehungsweise bei uns vorne an der Terrasse. So, hier ist meine Ausbeute an Erdbeerpflanzen. Und die würde ich ganz gerne jetzt einsetzen. Die Tomaten auch. Ich versuche mal, ich hoffe, dass die Tomaten im Gewächshaus nicht einfrieren. Also es soll zwar ein bisschen kälter werden bei uns nachts, die nächsten Tage, aber tagsüber ist es ja recht warm, wisst ihr? Und ich hoffe, es gibt keinen Frost. Wahrscheinlich muss ich sie ein bisschen stutzen, oder nicht, oder? Oder kippt sie mir nachher? Ich gucke mal, wie ich das gleich einpflanze. Schaut mal, ich hatte vorhin ja von dieser Ziegelkiste gesprochen. Die würde ich ganz gerne einfach mal neu bepflanzen. Die Bellis lasse ich drin, weil die noch total gut sind. Die halten auch sehr lange. Ich habe mir gedacht, ich setze einfach hier eine Margerite rein und auf der anderen Seite vielleicht diese hier in rosa oder nur zwei, einmal so, einmal so. Die sieht so leer aus, ne? Aber wenn ich jetzt hier vier einpflanze, dann ist das alles total eng. Einmal so, dann vielleicht einmal so, einmal nach da. Genau, so pflanze ich das ein. So, ich bin jetzt einmal ganz kurz im Gewächshaus, habe die Tomaten eingepflanzt. Einen Spinat habe ich rausgenommen, der war total komisch eingegangen. Also so gelblich schleimig geworden, obwohl ich gegossen habe. Also ja, so sieht das Ganze aus. Tomaten sind drin. Ich hoffe, dass es so okay ist. Muss die wahrscheinlich noch stutzen, wahrscheinlich mit so einem Stab erstmal. Weil das sind ja Cocktailtomaten. Ich weiß nicht, wie groß die werden. Muss ich dann beobachten. Meine Tomaten sind noch da. Und die muss ich nachher dann, guck mal, ich habe jetzt, ich glaube, 10 Stück, ne? Kommt das hin? 2, 5, 7, 10. Dass ich sie, ja, hier irgendwie versuche reinzusetzen nachher. Aber da kann ich wohl kaum nur drei Pflanzen einsetzen, ne? Vielleicht so schräg irgendwie, dass da ein paar mehr reinpassen. Und Gurken wollte ich auch noch einpflanzen. Also ich habe noch ein bisschen Platz, ne? Und Petersilie habe ich rausgenommen, die ist gelb. Ich weiß nicht, was bei mir da, vielleicht gieße ich sie auch zu viel. Könnte ja auch sein, ne? Dass ich es nicht ab kann. So, ich gehe jetzt mal mit euch kurz meine Erdbeeren gießen. Die habe ich nämlich hier eingepflanzt. Guck mal. In diesen habe ich doch noch benutzt. Ne? Eigentlich wollte ich sie gar nicht mehr benutzen. Aber jetzt habe ich die nun und ich glaube, es ist auch besser, wenn wir ein paar mehr Erdbeeren haben. Ich habe jetzt eine Sorte hier, eine Kiste mit dieser Meralde und das andere ist Toskana. Genau, das war es auch schon. Wir sind drin. Sehen aber auch ganz gut aus erstmal.
hier kommt auch alles ganz gut. Guck mal, ich habe die Minze noch vom letzten Jahr gehabt. Das hier genauso. Das ist einmal Thymian, Pizza Thymian, Minze. Und was habe ich denn noch? Grapefruit-Minze. Diese hier. Warte. Ja, genau. Und da ist einmal Mandarinenminze. Mal gucken. Riecht aber wirklich sehr, sehr gut. So, ich bin jetzt fertig und das bleibt mir noch übrig. Ich will jetzt einmal ganz kurz im Badezimmer alles sauber machen. Ich würde die mal ganz gerne einmal schrubben. Das Problem ist bei dieser Laterne zum Beispiel, wenn sie draußen steht und nicht überdacht, dass sie voll mit Wasser läuft und man muss quasi das Wasser also umdrehen, Wasser auskippen, da kommt natürlich alles in Rauchwasser von unten, also aus diesem Unterteil hier. Auf jeden Fall sieht es nicht so schön aus. Ne? Ich hatte überlegt, die einfach mal umzusprühen, vielleicht in Schwarz oder so. Dann sieht man nachher auch den Rost nicht so unbedingt. Muss ich gucken, ob ich das mache oder nicht. Aber zuerst werden die halt sauber gemacht gleich. 1890. Es ist Feierabend, ihr Lieben. Wir wollen jetzt einmal Abendbrot essen. So sieht mein Abendbrot aus. Allerdings habe ich schon mal ein leckeres Brot von meinem Schnucki gegessen mit Lachs und diesem Auberginenaufstrich. Mein Schnucki hat. Guckt sich mal das an. Wenn ihr das alle beobachtet habt, was ich in den letzten Tagen, Wochen, Monaten für einen Salatteller oder Gemüseteller von Mine Floh bekommen. Und heute jetzt das, ich weiß gar nicht, was ich dir angetan habe. Du hast gesagt, du willst nicht so viel Gemüse. Hä? Ja, und hast du mir gesagt. Habe ich gar nicht. Ich gucke eben auf den Teller und frage mich so, habe ich dir was getan? Nein, da wolltest du. Lässt mich verhungern. Salat haben wir doch gar nicht. Du hast jetzt hier Brot und Lachs und Gemüse. Nein, war ja. Spaß. Ich habe tatsächlich gesagt, weil dieses Brot, was ich da gebacken habe, ist so lecker. Ich habe da eben die Scheiben so. Das schmeckt. Und dann fragt mein Schnucki mich, ob sie mir was zu essen machen will. Ich habe gesagt, oh, pff, also nee. Nur ein bisschen Gemüse nicht. Und das war aber auch schon echt, ja. Insofern, Fall, danke für den leckeren Teller. Bitteschön. Und dass du mir so gut auf mich aufpasst. Ja, ne. So, wir gucken das da gleich. Ich weiß gar nicht, wie das heißt. Das heißt Sie leben. Sie leben. Achso, wir gucken sie. Da flog gerade so eine fette Wespe, oder? Das ist ein Film von 1980. 1980, ja. Auf jeden Fall gucken wir jetzt einmal diesen Film. Ach, und wir haben gestern eine coole Serie wiedergefunden bei Netflix, oder wo? Ja, nee, Disney. Disney. Die heißt N with the E. N with the E. Ja, genau. Wir haben schon mal die erste Folge geguckt und der war richtig gut, ne? Also, falls das eine kennt von euch, könnt ihr gerne mal schreiben. Ansonsten würde ich mal sagen, beenden wir mal das Video jetzt für heute. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. I wish I could show you more.